Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Buchladen, dieses kleine Schaufenster in Malchin. Aber wenn man dann dichter rantritt und hinschaut, sieht man, diese Bücher sind doch viel zu schade, um sie zu verkaufen. Und das hat der Besitzer auch gar nicht vor. Er will seine Schätze einfach nur zeigen. In einem Kinderbuchmuseum. Und weil dieses Kinderbuchmuseum so klein ist, nimmt der Sammler manchmal seine schönsten Exemplare und geht damit direkt zu den Kindern. Kann man natürlich auch drin lesen, aber das sind bewegliche Bilderbücher. Wer kennt denn das Märchen von Hänsel und Gretel? Na, ich will es aber trotzdem mal hier vorlesen. Es waren einmal zwei Geschwister, die Hänsel und Gretel hießen. Sie hatten einander sehr lieb. Kinderbuchsammler Rudolf Wessel ist mit seinen Schätzen zu Besuch im Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde in Malchin. Ja. Heute hat Rudolf Wessel Klapp-, Kulissen- und Sternbücher dabei. Die ältesten mehr als 100 Jahre alt. Und sie sind nur ein Teil seiner Büchersammlung. Ja, aber den Esel wollen wir hier nicht im Pfarrhausgarten haben. Ja, oder? Für doch ganz schön. Groß genug ist er ja. So. Seine Bücher hat der 85-Jährige nie gezählt. Sie stapeln sich überall in seiner Wohnung und im Keller. Seit fast 70 Jahren sammelt Rudolf Wessel Kinderbücher. Angefangen hat alles mit einem großen Verlust. Meine wenigen Kinderbücher, die ich besessen hatte, die verbrannten in Malchin beim Kriegsende. Und dann kam ich also nach Hamburg und da fand ich Kinderbücher wieder, die mir hier in Malchin verbrannt waren. Genau jene. Und da war eine Sammelleidenschaft weg, dass ich sagte, du willst mal sehen, ob du nicht mehr von deinen verbrannten Kinderbüchern wiederfindest. Dabei entdeckte er noch viel mehr Schätze. Die Sammlung wurde immer größer. Jetzt hat Rudolf Wessel Bücher aus 3 Jahrhunderten. Kinderbücher gibt es erst seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Damals ging es vor allem um Naturkunde, Reisen und die Erziehung. Es sind hauptsächlich die Illustrationen, die den Reiz der alten Bücher ausmachen, sagt Rudolf Wessel. Er sammelt auch Kinderromane, Comics und Schulbücher. Auch bei vielen Leuten ist denn so ein Aha-Effekt, dass die sagen, Menschenkinder, das ist ja mein Rechenbuch, was ich tatsächlich vor 50 Jahren hier in Malchin in der Schule hatte. Rudolf Wessel arbeitete in Hamburg als Eisenwarenkaufmann. Nach der Pensionierung kam er in seine Heimatstadt Malchin zurück mit seiner Büchersammlung. Er eröffnete sein kleines Kinderbuchmuseum, das er privat finanziert. Seltene Exemplare sind hier zu sehen, englische Kinderbücher oder Robinson Crusoe auf Hebräisch. Und natürlich Klassiker wie der Struwwelpeter. Davon hat er mindestens 100 verschiedene Ausgaben. Hier habe ich mal einen dänischen Struwwelpeter. Ja. Die Dänen, da heißt er nicht Struwwelpeter, sondern Fusselskramsel. Mehrmals im Jahr gestaltet Rudolf Wessel das Schaufenster seines Museums neu. Diesmal zum Thema Abenteuer im Kinderbuch. Im Sommer öffnet er sein Museum von Dienstag bis Donnerstag und nach Vereinbarung. Dann darf der Besucher auch selbst in den alten Büchern blättern.